Herr Schütze, wie entwickelt denn der Mensch eigentlich seine Werte und aus welchen Gründen setzen sich bestimmte Trends und auch Zeitgeist durch? Ja, Werte ist ja das, was der Mensch für wert hält, dass er sich dafür einsetzt, dass er es verwirklichen will. Üblicherweise werden Dinge genannt wie Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, aber auch Frieden. Und da ist natürlich die Frage, wo ist das denn fundiert? Und zumeist wird darauf verwiesen, naja, irgendwie so im Menschsein. Und was ist das Menschsein? Da kommt man dann überein, ja, für das wir das im Augenblick so gesellschaftlich erklären. Aber sehr schnell stellt man dann fest, meine Werte, deine Werte, Werte sind doch subjektiv. Sind doch relativ, die müssen wir doch verhandeln und aushandeln. Wie siehst du das denn? Ich sehe das aber anders. Was ist denn eigentlich gut und böse? Was ist Recht und Unrecht? Irgendwo wird man doch immer wieder darauf zurückgewiesen, zu erklären und zu ergründen, was ist eigentlich und wer ist eigentlich der Mensch? Wie kommt gesellschaftliches Zusammenwirken, Zusammenleben zustande? All das hat früher die Bildung geleistet an Universitäten und Schulen, zum Beispiel Dies Academicus oder Studium Universale, Generale und so weiter und so fort. Das gab es lange Jahre, das gibt es heute nicht mehr. Universitäten sind sehr stark verschult, sodass wir zum Beispiel auch in unseren Parlamenten und Parteien Menschen vorfinden, die auf solche Fragen gar keine Antworten mehr haben. Das heißt, die schwimmen an der Oberfläche. Und der berühmte Verfassungsrechtler Ernst Böckenförde, der hatte schon in den 60er Jahren festgestellt, es ist aber so, dass in der pluralistischen Gesellschaft Staat und Gesellschaft und Wirtschaft von Voraussetzungen leben, die sie selber nicht schaffen können. Die müssen sie vorfinden. In den Elternhäusern, in den Familien, durch die Schulen noch bestärkt, vertieft im Diskurs und so weiter. Und da ist heute ein Vakuum. Machen Sie mal den Test, fragen Sie mal Ihren örtlichen Bundestags- oder Landtagsabgeordneten, wie definierst du eigentlich Gerechtigkeit, was ist Freiheit, was ist eigentlich Solidarität im Grunde, wo leiten sich die Menschenrechte ab, wieso gelten die universal? In China, im Iran, in Europa, in den Vereinigten Staaten, was ist der gemeinsame Nenner? Da werden Sie was erleben.